herzlich willkommen zurück hier zu einer weiteren Folge Überzeugt. Factorio SeaWorld. So, wir machen das jetzt hier automatisch. So, du prügelst alles das hier rein in die Mineralized Water Produktion. Und mit der Mineralized Water Produktion geht das ja hier und hier vollkommen rund. Das heißt, diese hier brauchen entweder mehr oder schnellere Greifarme. Müssen wir umbauen auf schnellere Greifarme. Das heißt, wir brauchen hier hier Schlacke rein. Die Schlacke schmeißen wir erstmal damit rein. Ja, das ist noch kontraproduktiv hier. Greifarme. Near Inserter, Express Inserter, Kapazitätsbonus für Greifarme, nein. Wir bräuchten sowas in die Richtung Inserter, nein, nein. Orange Alien Science. Nein, es gibt dieses Alien Science Packs wieder. Das ist schlecht. Machen wir jetzt die Labore hier. Weil mit mehr Strom läuft die ganze Geschichte hier natürlich auch bedeutend schneller. Und wir bekommen natürlich hier deutlich mehr Schlacke raus und solche Geschichten. Dementsprechend können die hier mehr machen. Dementsprechend haben die hier mehr. Der gute Liquefier. Sorting Facility.
Ore Sorting Facility. Ore Crusher. Ne? Ach. Mechanical Refining. Crushed Ferrous. Woraus bekommen wir Ferrous? Nirgendwo raus. Oh. Crushed Ferrous vor. Evolito, Rubidite. Uran, Erz, Rubi. Nein, 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 nein. Zum Beispiel Gold. Crushed Rubidite. Ah, das ist die Geschichte mit dem Mineral Sludge. Das war Mineral Sludge, war, nein, hier nicht, das war zu weit. Oder hatten wir, die hatten wir schon, ne? Weiß ich jetzt gerade nicht. Der läuft ja schon durchgehend. 24, das ist natürlich nichts, ne? Kupfer haben wir noch relativ gut. Eisen sieht halt schlecht aus. Naja, wobei. Wobei. Wobei es geht. Problem ist jetzt halt, die hier werden schon immer voller. 2, 4, 6, 8 blaue Arme brauchen wir. 8 blaue Arme auf alle Fälle. Gut. 8 blaue Arme. Du hast noch einen, du hast noch einen. Das wird nicht reichen. Schade. Schade.
Nee, schade. Stone kann da rein, Slack kann da rein. Oh. Gib mir mal bitte von dir ein paar. Ein. Reicht dort einer? Ich vermute mal eher zwei. Logistik beendet. Was hat man jetzt eben gerade geforscht? Basic Chemistry. Chlorin. Boron, Sulfur. Stahlverarbeitung. Water Treatment. Wastewater. Metallurgie. Blaue. Warum drehen sich die jetzt so langsam? Ist nicht mehr windig genug oder was? Und die Montagemaschine kommt auch nicht mehr hinterher. Du hast hier immer genug, ne? Pellets haben Brennwert von 12 und die nur von 5.
Land. Wir haben aber auch absolut Heizkessel 4. Eisen. Elektrolyser. Brauchen davon mehr, von diesen Elektrolysern. Dafür brauchen wir halt mehr Strom. Wir tauschen mal den Heizkessel hier aus. Elektrolyser. Das ist der richtige Weg. Mehr Elektrolyser.
ich denn mal ein paar davon. Elektrolyser. Das bitte. Damit erhöht sich die Produktion auch wieder hier. Alter, wie viel brauchst du denn? Elektronischer Schaltkreis. Kupfereisen, elektronische Schaltkreise.
Schaltkreise. Können wir noch keine elektronischen Schaltkreise machen? Produkte, Mineral Sludge, Slag Processing ist das. Und dafür brauchen wir Basic Chemistry. Strommasten. Oh. Rohrkoscher MK2. Advanced Ore Refiner. Grünem. Also hier kommt auf jeden Fall schon mal eine ganze Ecke an. Nach Möglichkeit noch ein Elektrolyser. Ich bedanke mich hier erstmal fürs Zuschauen, wenn ihr mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Ich verlaufe und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.